Willkommen zu einem neuen Auswahlorakel auf meinem Kanal. Für heute habe ich mir das Thema überlegt, Geheimnis. Wer hat geheime, unausgesprochene Gefühle für dich? Da habe ich mir eine Liste gemacht. Wir schauen auf den Charakter, auf das Aussehen der Person. Welche Gefühle sind es? Wird er oder sie aktiv werden? Auf einen möglichen Zeitpunkt? Auf eine gechannelte Botschaft von ihm oder ihr? Und zum Schluss ein Engel für dich. Das ist das, was ich heute vorhabe mit euch. Vorher, wie gewohnt, entzünde ich eure Kerze. Dann mache ich eine kurze Z-Reinigung und dann zeige ich euch eure Stapel. Ich entzünde diese Kerze für mehr Liebe in deinem Leben, für mehr Liebe in deinem Herzen. Und für mehr Selbstliebe. Möge dein Leben erfüllt sein von bedingungsloser Liebe, Freude und Glück. Ich habe schon eine wundervolle Seelenbalsam-Räuchermischung brennen, die ich jetzt nutzen werde für die Reinigung. Liebes Team Starwolf, bitte kommt an meine Seite. Bitte reinigt und befreit mich von allem Negativen und von allem, was nicht zu mir und nicht in dieses Reading gehört. Bitte helft mir, eure Botschaften klar und deutlich zu verstehen und ebenso klar und deutlich wiederzugeben. Bitte schickt meinen Zuschauern Licht und Liebe und Heilenergie. Danke euch, meine Wundervollen. So, das stelle ich beiseite. Und dann zeige ich euch mal eure Auswahlmöglichkeiten. Für Stapel Nummer 1 gibt es diesen dreifach Rauchquarzspitze. Das Runic Tarot. Und da fielen zwei Karten raus. Und zwar wundervollerweise die Liebenden und die Königin der Kelche. Das wäre Stapel Nummer 1. Für Stapel Nummer 2 habe ich diesen Kyanit, einen sogenannten Hexenbesen, mit dem Ritter der Stäbe aus dem Luz del Anima Tarot. Und für Stapel Nummer 3 den Golden Healer. Auch das ist so eine Zweifach- oder Dreifach-Spitze. Und die Karte Union, Verbindung, Vereinigung aus dem Dreams of Gaia Tarot. Finde ich sehr schön. Ich hatte gehofft, dass vielleicht drei Personen rausfallen für diese, ne? Wer hat geheime Gefühle? Und dann fielen diese Karten, die ja für ein Liebesreading auch sehr passend sind. Und es sind ja auch Menschen drauf. Also falls ihr euch irgendwie zum Aussehen von diesen Personen hingezogen fühlt, dann ist auch das irgendwie ein Hinweis. Ihr Wundervollen, ihr könnt euch jetzt entscheiden für Stapel 1, 2 und oder 3. Ich beginne natürlich mit Stapel Nummer 1, die Zeitstempel für die anderen beiden Stapel, die Decks, die ich verwende und kurze Informationen zu mir und wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Das alles findet ihr in der Infobox unter dem Video. Ihr Wundervollen, wir sehen uns gleich in eurem Stapel. Hallo meine Wundervollen von Stapel Nummer 1. Ihr habt euch für die Rauchquarz-Dreifachspitze entschieden. Und das Runic Tarot mit den Karten die Liebenden und die Königin der Kelche. Ich
zeige euch noch mal kurz, was ich den Ablauf des Readings. Heute ja das Thema Geheimnis. Wer hat geheime, unausgesprochene Gefühle für dich? Wir schauen auf den Charakter und das Aussehen dieser Person. Bei Aussehen sind auch so Sternzeichen und so Karten drin. Welche Gefühle hat diese Person für dich? Und wird sie aktiv werden? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? Und wir schauen auf eine kurze gechannelte Botschaft von ihm oder ihr, eine Botschaft auf Seelenebene. Und zum Schluss ein Engel für dich. Wenn sich das gut anhört, dann bleibe dabei. Bedenke wie gewohnt, dass es allgemeine Readings sind. Ja, nimm immer nur das daraus mit, was dir gut tut, was dir hilft, was dich heilt und lass den Rest einfach für andere stehen. Ich habe wie immer die Decks, die ich benutze, in der Infobox verlinkt für euch. Da gibt es auch Hinweise zu mir und wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Einen großen Herzensdank für alle Unterstützung, die ihr mir hier zufließen lasst. Das alles hilft mir wahnsinnig, diese Kanäle weiter zu betreiben. Ja, wir legen einfach los, würde ich sagen. Ich schaue als erstes mal auf den Charakter dieser Person. Also es ist ja schon mal anzunehmen, dass sie romantische Gefühle für dich hat. Vielleicht ist es eine Frau, hier fielen zwei Frauen raus, kann aber auch eine sehr weibliche Energie einfach sein, eine sehr spielerische Energie. Hier gibt es einen Delfin auf der Königin der Kelche. Ja. Ja, vielleicht eine weibliche Person oder eine weibliche Energie, die dein verschlossenes Herz wieder öffnen möchte. Hier ist so ein X über dem Herz von dem Mann, der da seine Laute oder irgendein Musikinstrument neben sich gelegt hat, den das Lied seines Herzens nicht mehr hört, nicht mehr spielt, das Herz verschlossen hat. Ja. Also das, ich sehe das als dich. Ja, du hast dein Herz verschlossen, nicht mehr geöffnet für das Lied deiner Liebe. Und deshalb fällt es dieser Person so schwer, dich zu erreichen, dir ihren Kelch zu reichen. Denn das möchte sie. Ja, schau, wie sie dir den Kelch reichen möchte. Aber du hast die Augen verschlossen, beziehungsweise sind die so weiß. Also du schaust gar nicht dahin in dieser Welt. Du schaust auf ins Nirgendwo, in... Ja, bist ganz bei dir. Okay, wir schauen auf, erstmal auf die Person, die Gefühle für dich hat, die dir völlig unbekannt sind. Ja, ich habe hier auch nicht mal das Gefühl, du ahnst was davon, denn du bist völlig hier, völlig bei dir, gar nicht. Ja, nicht, nimmst nicht mal aus dem Augenwinkel wahr, dass überhaupt da jemand ist, der Gefühle für dich hat. Ich habe absolut das Gefühl, du merkst nichts davon, du weißt überhaupt nichts davon, von dieser Person, die hier Gefühle für dich hat. Ja. Also, wir schauen auf die Person, zunächst auf Charaktereigenschaften. Was für eine Art von Person ist das, die hier Gefühle für dich hat? Sie ist gern im Garten. Ah, das gehört eigentlich zu Äußerlichkeiten, egal, er hat eine Narbe. Sehr träumerisch, ja, hier mit den geschlossenen Augen da sitzen. Sehr mitfühlend. Ich höre nicht sehr karriereorientiert, also so, dass die Karriere ist alles und alles andere zählt nichts, aber eher... ja, hat eine Karriere, ist erfolgreich, ist also hat irgendeinen Beruf, in dem sie oder er Karriere gemacht hat. Das muss nichts, also so ganz on the top oben. An der Spitze der Nahrungskette sein, sondern ich habe mehr gehört, eine arbeitende Person, ja, ist, arbeitet.
was für eine Person hat hier Gefühle für dich, die du nicht gesehen hast, errötet schnell. Und sehr emotional, ja, also eine sehr, ja, empathische, emotionale, ja, also deshalb, auch wenn es ein Mann ist, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, kann es diese weibliche Energie sein, ja, emotional, mitfühlend, träumerisch, das sind alles eher so weiche Charaktereigenschaften, klingt blöd, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, also sehr gefühlsbetonte. Ja, vertrauenswürdig und humorvoll. Ich mache das mal hier drunter. Ein oder zwei noch. Das Bild. Was für eine Person ist das, die hier Gefühle für dich hat? Mitfühlend, nochmal mitfühlend. Oh, okay, das ist da offenbar zweimal drin. Die sind nicht alle zweimal drin, also sehr, sehr mitfühlend. Okay, sehr warmherzig. Eine noch, ja, danke sehr, da ist sie schon. Naturnah, ja, noch einmal mit dem Garten. Okay, also sehr deutlich hier. So, wie mache ich das jetzt hier? Vergessen, meinen Tisch neben mich zu stellen. So. Dann schauen wir mal ein bisschen aufs Aussehen, ob da was kommt. Also dieses Aussehen, Sternzeichen. Und ach ja, ich glaube, diese 16 Persönlichkeitstypen sind auch hier mit drin. Die hatte ich eigentlich nämlich mal aussortiert. Naja, wir hätten gern was zum Aussehensbild. Dunkel. Also dunkle Haare, dunkle Augen, dunkler Typ insgesamt. Na, lustig, wo die beiden hier sehr blond, sehr hell sind. Hätte ich eher mit einem blonden, hellen Wesen gerechnet. Okay, hier kommt Wassermann. Sommersprossen und lange Haare. Groß. Und ist da nicht noch eine dahinter? Ja. Braune Haare. Ja, dunkel, lange braune Haare und groß. Und ich habe einmal aufgeschlagen und gleich alt kommt noch hier raus. Okay, und darunter sind noch schwarze Haare, also dunkel, ne? Dunkle Haare. Jeden Fall. Und wir haben noch einen von diesen Persönlichkeitstypen, INFJ, also Introversion, Intuition, Feeling, Judging. Ja, introvertiert, intuitiv. Gefühlsbetont und urteilt. Ich weiß auch gar nicht, ob das die sind, aber das würde ich jetzt so übersetzen. Okay, also, das ist schon mal, woran du die Person erkennen könntest. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Spannenden. Welche Gefühle hat er oder sie denn für dich? Also, ich würde schon mal sagen, romantische Gefühle mit den Liebenden und die Königin der Kelche ist ja auch die Gefühlskönigin. Okay, hier kommt der Tod. Der Neuanfang. Welche Gefühle hat diese Person für dich, die sie dir nicht mitteilt? Ja, möchte einen Neuanfang mit dir, möchte dir eine Liebesbotschaft überbringen. Also schon mal zu der Frage, wird er sie aktiv werden? Also wir wissen noch nicht, ob er oder sie das wird. Aber möchte das, möchte auf dich zukommen und dir mitteilen, diese Gefühle mitteilen, das wünscht sie sich eigentlich. Welche Gefühle sind es denn?
Königin der Münzen. Also die möchte für dich sein, möchte dich lieben, kuscheln, streicheln, für dich sorgen, dich nähern, für dich sorgen, dich beschützen, dich behüten. Aber mehr für dich sorgen. Das sind Gefühle von die Person möchte, dass du ihre Familie bist, ihr Partner bist. Ja, also das sind tiefe, tiefe Gefühle mit den beiden Königinnen. Das sind keine flirty Gefühle. Ja, eine Zukunft mit dir planen. Sehnt sich nach einer Zukunft mit dir, nach einer stabilen, langfristigen Zukunft voller Gefühle und Liebe und Familie, eine Familie gründen. Also ich höre jetzt mehr, ich dachte, nein, genau das hören wir ja gleich noch mit den Botschaften, mit den gechannelten Message-Karten. Da kommen wahrscheinlich eher noch genauere Gefühle durch. Und ich hatte jetzt gesagt, mache ich jetzt schon weiter mit, ob er oder sie aktiv werden wird. Und dann habe ich gehört, ich soll fragen, warum hält sie oder er sich denn zurück? Also warum kommt denn diese Botschaft nicht? Warum teilt sie sich dir denn nicht mit? Ja, also warum hält sie die Gefühle im Geheimen so? Warum werden denn die Gefühle nicht ausgesprochen hier? Warum? Ups, da ist er. Okay, Ass der Kelche, Vier der Münzen, Gerechtigkeit und der König der Kelche. Für einige von euch habe ich gehört, diese Person ist noch in einer festen Beziehung und muss sich erst trennen. Also die drei fielen auf einmal und dann fiel der König der Kelche und muss ich erst trennen, muss erst die Scheidung vollziehen, aber das ist, glaube ich, für die wenigsten, um dann dein Partner, Partnerin zu werden zu können. Aber zuerst habe ich gehört, die Person ist so ein bisschen ein gebranntes Kind, möchte so gern ich höre so viel, es ist so viel, also möchte so gern diese sichere Verbindung mit dir, ja, eine Liebe für immer, traut sich nicht das zu sagen, weil sie Angst hat vor Zurückweisung, Angst hat, dass, ja, dass sie wieder verbrannt wird, wieder zurückgewiesen oder dass du nicht das Gleiche fühlst und man ist hier eh schon gebranntes Kind, vielleicht schon öfter zurückgewiesen oder ja, wie auch immer, und traut sich nicht, das zu sagen. Traut sich einfach nicht, dir diese tiefen Gefühle zu gestehen. Und dann habe ich gehört, nicht stabil genug in der Selbstliebe. Ja, also sich vielleicht nicht gut genug fühlen. Deiner nicht gerecht werden zu können. Dann habe ich gehört, von der Liebe zu dir
verbrannt werden? Man muss hier erst die Kraft sammeln, den Mut sammeln und in die Balance kommen, zurück in die eigene Balance kommen. Ah, deshalb auch hier dieser meditative Zustand. Man muss da erst zurück zu sich selbst finden, zurück in die Balance kommen. Ja, das, wo einem der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, dieser Person. Also irgendwas ist da passiert hier mit dem Feuer und hier wieder das Feuer, dieses Verbranntsein. Ja, das Fundament wurde weggerissen. Also was auch immer da vor dir passiert ist, hat so ein bisschen Ängste hinterlassen. Ja, und ich höre auch nicht unbedingt Angst, es ist mehr, wir haben ja gesehen, das ist eine sehr sensible Person, ist das, ja. Und man muss sich hier erstmal sammeln, bevor man wieder das Herz öffnet. Das ist ja so verschlossen, nachdem man so ausgezehrt wurde, sich so ausgebrannt fühlt aus einer letzten Verbindung oder aus vorigen Zurückweisungen. Ja, hier immer wieder sind so zwei Menschen, die von dem Feuer total weggeschleudert werden. Ja, diese Menschen ist diese Person, die hier die Gefühle geheim hält. Ja, ich sehe, hat sich dahingestellt, mutig vor dich. Du bist also du oder die letzte Person, nicht du bist der Drache, sondern die letzte Person oder die letzten, mehrmals die letzten Personen. Man hat sich mutig dahingestellt und die Liebe auf dem Silbertablett überreicht und gesagt, alle meine Fühle, ja, total das Herz auf der Zunge getragen und alle Gefühle offenbart. Und dann hat das Gegenüber so, pff, also völlig, ja, was, wie kommst du da drauf, dass ich deine Gefühle erwidern würde? Also so völlig wusch auf dem Herz herumgetrampelt. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und deshalb ist es natürlich schwer. Und jetzt hat man Angst davor, diesen Kelch noch einmal zu überreichen, denn man befürchtet wieder dieses Ergebnis. Wieder wird alles niedergebrannt. Ah, oh Gott, ja, okay. Und noch einmal höre ich, es ist nicht wirklich Angst, aber es ist ein, ich muss ja erstmal wieder Kräfte sammeln, bevor ich es wage, diesen Schritt wieder zu gehen und dann, weil das könnte ja wieder passieren, dafür brauche ich erstmal wieder Energie, muss ich erstmal wieder bei mir sein, bevor ich das nochmal durchmache, falls es denn passiert. Ja, also, deine Person muss erst noch neue Kräfte mobilisieren, wieder stabil sein, um diesen Kelch überreichen zu können. Ja, im Moment noch im Rückzug, im Nichtstun, sondern also nicht abwarten, aber wie gesagt, Kräfte sammeln. Kräfte sammeln, bevor man neu loszieht in deine Richtung, in Richtung des Glücks, in Richtung der Sonne und da das nochmal versucht. Okay. Dann, also ich nehme mal an, ja, ich schaue trotzdem einmal kurz, wird diese Person denn aktiv werden? Sieht ja alles so aus. Ne? Also hier möchte schon der Kelch gereicht werden. Man bereitet sich darauf vor, wieder stabil zu werden, wieder genug Kraft zu haben, um diesen Neuvorstoß zu wagen. Und dir mitzuteilen, okay, du wusstest zwar noch nichts davon, aber ich plane eine langfristige feste Verbindung mit dir. Und zwar schon seit längerem male ich mir das in meiner Traumvorstellung aus mit dir, auch wenn du überhaupt keine Ahnung davon hast. Wird die Person aktiv werden? Ich würde sagen, ja, hier ist das Ass der Stäbe, da brennt die Leidenschaft, das ist jetzt ein anderes Feuer, das Feuer der Leidenschaft brennt. Ich glaube nicht, dass er oder sie sich dem noch lange widerstehen kann. Das muss ja irgendwann raus, ne, wenn man so tiefe Gefühle hat. Irgendwann muss das gesagt werden. Ja, und dann kommt noch der Wagen. Ja,
wird auf dich zukommen, wird in Aktion treten, wird sich auf den Weg machen. Und wir sehen hier sehr schön, dass diese beiden in die gleiche Richtung ziehen. Da ist auch keinerlei Unentschlossenheit dann mehr. Wenn die Entscheidung getroffen ist, ja, ich bin jetzt bereit, ich habe genug Kraft gesammelt, ich mache mich jetzt auf den Weg zu dir, um dir in voller Leidenschaft all meine Gefühle zu gestehen, dann ist da kein Zweifel mehr. Kein Ach, der eine geht vielleicht dahin und nein. Dann ist es vorwärts. Sehr schön, dann schauen wir doch jetzt vielleicht schon mal auf Zeitpunkte. Ein möglicher Zeitpunkt, wann er oder sie in Bewegung kommt. Da fällt schon raus, zunehmender Mond mit okay. Das erste verstehe ich nicht, aber egal. Aber es ist Zeit, zurückzugucken auf die Lebenslektion und zu justieren, also und deine Ziele zu neu zu justieren. Ja, das ist das, was hier gerade passiert. Ja. Zurückschauen, was habe ich daraus gelernt aus all diesen Misserfolgen oder dem, ja, immer wieder hier niedergetrampelt werden, das Herz aus der Brust gerissen bekommen, den Boden unter den Füßen weggerissen zu bekommen. Also erstmal noch im Rückzug, im Kraftschöpfen, im Justieren, im Neuausrichten. Und dann kommt hier Vollmond in den Zwillingen. Ah. Das ist ja jetzt bald, oder? Zeit, deinen Geist zu öffnen und Zeit, deinen Geist und dich selbst für neue Vibrationen zu öffnen. Ja, also Öffnung findet hier statt und ich. Hier kommt noch mal Vollmond, ist noch mal unten drunter. Zeit, die Geschenke deiner vergangenen Intentionen und Bemühungen zu ernten. Ja, dieses des Lernens. Ich hole mal kurz meinen Kalender. Moment. Ach, den habe ich natürlich gar nicht hier. Nee, habe ich nicht hier, von wegen Vollmond in Zwillingen. So, da bin ich wieder. Also ich habe schnell nachgeschaut. Nicht demnächst, am 15. Dezember ist Vollmond in Zwillingen. Also, dauert noch ein bisschen. Genau, Zeitpunkte. Sehr schön. Dann komme ich doch jetzt zu einer gechannelten Botschaft von dieser Person, da das jetzt ja noch ein bisschen hin ist, bis sie oder er sich in Bewegung setzt. Schauen wir doch mal, was möchte sie dir denn auf Seelenebene schon mitteilen? Man möchte ja hier schon eine Liebesbotschaft überbringen. Dann schauen wir, oh, guck mal hier, keine Geheimnisse mehr. Ja. Dann schauen wir doch mal, was möchte dir diese Person denn sagen? Glaube nicht alles, was du hörst. Warum denkst du denn sowas? Ich weiß nicht, warum du so schlecht von mir denkst oder warum du denkst, ich würde mich überhaupt nicht für dich interessieren. Das stimmt gar nicht. Ich weiß, ich zeige dir das gar nicht. Ich weiß, du weißt wahrscheinlich nicht mal, dass ich dich sehe, dich beachte, dich beobachte, dich in meiner Nähe haben möchte, weil ich so gar nichts von mir preisgebe, so gar nichts davon preisgebe, wie groß meine Gefühle für dich sind, wie sehr ich mich nach dir sehne.
Also kann ich schon verstehen, warum du vielleicht denkst, ich habe so gar kein Interesse oder ich bin mit jemand anders zusammen oder ich denke überhaupt nicht an dich. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Für dich will ich den Sprung des Glaubens wagen, denn auch ich habe Angst. Auch ich weiß überhaupt nicht, ob du überhaupt Gefühle für mich hast. Und ich weiß nicht, ob ich das ertragen kann, noch einmal so zurückgewiesen zu werden, noch einmal so abgelehnt zu werden. Mein Ego hat schon einen großen Sprung, mehrere große Kratzer einstecken müssen. Und es ist so weit, dass ich fast sage, oh, lüg mich an. Bitte weiß mich nicht zurück. Bitte, wenn du mich nicht liebst, dann tu so, als ob. Ja, nein, natürlich nicht wirklich, aber du siehst, wie schwer meine Niederlagen waren. Ja. Aber wenn ich bereit bin, wenn ich meine Kraft gesammelt habe, dann gibt es kein Was wäre, wenn mehr, kein Vielleicht oder später. Wenn ich komme, dann mit voller Kraft, in glasklarer Absicht, ohne Zweifel, ohne jeden Zweifel. Und wenn du auf ein Zeichen gewartet hast, dies ist es, dies ist dein Zeichen, dass ich kommen werde. Denn hier zu warten und nichts zu tun und dir kein Zeichen zu geben, dir nicht zu sagen, was ich fühle, dir keinerlei Hinweis darauf zu geben, wie sehr ich mich nach dir verzehre, wie sehr ich mit dir zusammen sein möchte an deiner Seite, wie sehr ich dich lieben möchte, wie sehr ich dir auch all das sagen möchte. Es fühlt sich nicht richtig an, so stumm zu bleiben, dich nicht wissen zu lassen, was ich für dich fühle, wie viel ich für dich empfinde. Ich fühle mich ein wenig hilflos. Ich weiß, ich bin noch nicht bereit, vorwärts zu gehen, aber in dieser Warteposition zu verharren, zehrt genauso an mir. Alles zehrt an mir. Und du wirst es nicht glauben, aber ich manchmal abends nicht alleine im Bett liege und mir vorstelle, was wäre, wenn, und dann weine ich. Ich weine, weil ich es nicht schaffe, die Kraft zu sammeln, zu dir zu kommen, weil ich es nicht schaffe, mutig genug zu sein und wenigstens mit dir zu sprechen, egal was sich dann daraus entwickelt, weil ich nicht die Kraft habe, es annehmen zu können, wenn du mich zurückweisen würdest. Ja, ich weine, weil ich mich hilflos fühle. Weil sich alles nicht richtig anfühlt. Jetzt loszugehen und dir meine Gefühle zu gestehen, obwohl ich noch nicht bereit bin, fühlt sich nicht richtig an. Nichts zu tun fühlt sich auch nicht richtig an. Nichts fühlt sich richtig an. Und ich möchte nur ein Zeichen. Lass mich glauben, dass es diesmal besser für mich ausgeht, dass du mich nicht zurückweisen wirst. Denn ich sitze hier und frage mich, für all die Zurückweisung aus der Vergangenheit, ich verstehe gar nicht warum. Niemand hat mir gesagt, warum. Ich wurde immer abgelehnt, aber niemand hat mir gesagt, warum. Und wenn ich gefragt habe, kamen zwar Antworten, aber es fühlte sich wie Ausreden an, nicht
nicht wie der wahrhaftige Grund. Und deshalb habe ich den Glauben verloren, den Glauben daran, dass für mich noch große Liebe stattfinden wird, dass ich dieses Mal Glück habe mit dir, dass du mich nicht zurückweisen wirst. Oh, mein Herz ist gebrochen, es fühlt sich so schwer an, es fühlt sich so schwer an. Und ich möchte daran glauben, dass es mit dir besser wird. Dass es mit dir klappt, dass du meine Gefühle erwiderst. Aber ich kann noch nicht, ich brauche noch Raum. Ich brauche noch Raum, um zu mir zurückzufinden, um die Kraft zu sammeln. Ich brauche Raum, um zu atmen, um mich aufzutanken, um meine Gefühle zu sortieren. Und dann werde ich kommen, denn ich liebe dich mehr. Mehr als meine Angst vor Zurückweisung ist. Also größer, ja, mehr. Puh. Und ich hasse es, wenn wir nicht beieinander sind, wenn ich nicht bei dir sein kann. Und ich freue mich so sehr auf die Zukunft, die ich mir ausmale. Und ich frage mich, habe ich nicht endlich auch Glück verdient nach all dem Elend in der Vergangenheit, nach all den Niederlagen, den Zurückweisungen, den Enttäuschungen, all diesen Enttäuschungen, nach all dem Herzbruch, nach all dem Herzschmerz, nach all dem Kummer, den ich erfahren habe? Ist es nicht Zeit für mich, auch endlich Glück zu haben? Habe ich nicht auch Fülle verdient in der Liebe? Das Gefühl, geliebt zu werden, wahrhaft geliebt zu werden? Es gibt Zeiten, in denen ich nicht schlafen kann, weil ich überlege, wie das mit uns funktionieren kann. Und wenn etwas hart ist, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich einsam fühle, deprimiert, dann denke ich daran, in deine Arme zu sinken. Das wünsche ich mir mehr als alles andere. Und über unsere gemeinsame Zukunft nachzudenken, so wie ich sie mir erträume, sie mir ausmale, bereitet mir eine unsagbare Gänsehaut. Es lässt mich Freude empfinden für einen mini kurzen Moment. Denn in meinem Herzen fühlt es sich an, als würden wir uns schon ewig kennen. Ein Leben lang, mehrere Leben lang. Und ich träume so viel von dir. Ich träume von dem Tag, an dem wir einfach rumhängen und ein Paar sind. Und ich frage mich manchmal, ob du genauso viel an mich denkst, wie ich an dich. Obwohl ich weiß, dass das nicht sein kann. Denn du weißt ja gar nichts von meinen Gefühlen. Aber die Hoffnung ist so groß, dass du dasselbe für mich fühlst, vielleicht die gleichen Unsicherheiten hast wie ich, dass du auch so viel an mich denkst und ich nichts davon weiß, so wie ich an dich denke und du nichts davon weißt. Mit uns ist keine gewöhnliche Liebe. Ich weiß, es fühlt sich anders an. Tief in meinem Innersten fühlt es sich anders an als die letzten Male, in denen ich dachte, es sei wahre Liebe. Du wirst mich nicht los, denn ich werde immer zu dir zurückkehren. Ich kann mir nicht helfen. Ich werde wie magnetisch von dir angezogen.
hier hingezogen. Ich kann dich einfach nicht loslassen. Denn jetzt, da ich dich kenne, kann ich nicht mehr zu meinem alten Leben zurück. Ich wünschte so sehr, du könntest meine Gedanken hören. Ich hoffe, dass du mir eines Tages vergeben wirst, dass ich so lange gebraucht habe, dass ich so in meinem Schmerz gefangen bin, war. Aber ich weiß, dass du momentan ohne mich besser dran bist. Ich bin zu kaputt. Ich träume von dir, ich träume den ganzen Tag von dir, ich träume die ganze Nacht von dir, ich träume ständig von dir und es fühlt sich so real an, fast als wärst du bereits bei mir. Bitte gedulde dich noch ein ganz klein wenig länger, bis ich es geschafft habe, mich wieder zu flicken, mich wieder aufzurichten, zu erden, in die Stabilität zu bringen, damit ich zu dir kommen kann. Denn ich weiß, ich hoffe, ich fühle, ich hoffe, unsere Liebe ist ewig. Wir sind für immer verbunden. So fühlt es sich für mich an. Ich hoffe, es geht dir ganz genauso. Ich träume von dieser Liebe, von einer Liebe, die hält, die für immer hält. Unsere Liebe, die für immer und ewig gemacht ist, gedacht ist. Und ich will, dass du mich auch willst. Genauso sehr wie ich dich. Aber ich traue mich kaum zu fragen, darüber nachzudenken. Oh mein Gott, ich träume so viel von dir und dennoch wage ich es nicht, daran zu denken, was passiert, wenn du mich zurückweist. Wenn du mich nicht so sehr willst wie ich dich. Mehr als alles andere hoffe ich, dass ich den Mut finde, dir zu sagen, was ich für dich fühle. Ich tagträume davon, was ich dir sagen werde, denn es gibt so viel zu sagen. Wir müssen Frieden finden, ich insbesondere. Wir sind hier, um Licht und Liebe zu bringen. Wir jeder einzeln und wir beide zusammen. Okay, oh Mann. Da waren sehr schwere Energien bei dieser Person. Ja, oh Mann. Okay. Ich zum Schluss ziehe ich einen Engel für dich. Den kannst du auch echt gebrauchen nach dieser Botschaft. Das ist ja, oh Mann, das fühlt sich so schwer an. Ja, diese. Ach Gott. So schwer. Ein Engel für dich, bitte. Ich höre erstmal einen Engel für deine Person. Und wenn du magst, kannst du unbekannterweise diese Energie vielleicht an die Person schicken, um ihr zu helfen, ihm. Ein Engel für deine Person. Die Nummer 27, ich muss das nachlesen gleich. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, das ist 27. Die Blütenperle. Was könnte dir denn geschehen, wenn du dein Herz öffnest? Ja, das
braucht deine Person. Okay. Dann einen Engel für dich, für die Liebe. Danke sehr. Eins meiner Lieblingsbilder aus diesem Deck. Das ist so schön und es ist die Nummer 1. Wesenskern. Ich bin einzigartig und wundervoll. Ich liebe mich. Das ist der Engel für dich. Ja, sehr schön. Und ich lege sie beide hier neben. Dies ist keine gewöhnliche Liebe. Ihr Wundervollen, das war die Botschaft für euch. Ich hoffe, das hat euch irgendwie geholfen oder ihr wisst jetzt zumindest, wer diese Person ist oder könnt es ahnen. Schickt der Person doch ein bisschen Liebe und Mitgefühl und Kraft, damit sie diese schwere Zeit, in der sie offenbar steckt, hier gut übersteht und Kräfte sammelt, um dann den Mut zu finden, zu dir zu kommen und diese Gefühle zu offenbaren. Ja. Ihr Wundervollen, ich sende ganz viel Liebe zu dir, zu deiner Person. Ganz viel Kraft, ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Mut. Seid gesegnet, ihr zwei. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt und bis ganz bald. Macht's gut! Hallo ihr Wundervollen von Stapel Nummer 2. Ihr habt euch für den Kyanit entschieden. Und das Luz del Anima Tarot mit dem Ritter der Stäbe. Zu dem Thema Geheimnis. Wer hat geheime, unausgesprochene Gefühle für dich? Da schaue ich heute rein für euch. Vielleicht jemand, der so aussieht. wir schauen auf Charakter und Aussehen der Person, möglicherweise Sternzeichen, die da rauskommen. Dann, welche Gefühle hat er oder sie? Wird er oder sie aktiv werden? Einen möglichen Zeitpunkt des Aktivwerdens. Dann gibt es eine kurze gechannelte Botschaft der Person und zum Schluss einen Engel für dich. So machen wir das. Bedenkt bitte wie gewohnt, dass es allgemeine Readings sind. Ja, nehmt immer nur das daraus mit, was euch gut tut, was euch hilft, was euch heilt und lasst den Rest für andere stehen. Ich verlinke wie gewohnt die Decks, die ich benutze, in der Infobox unter dem Video. Da findet ihr auch kurze Infos zu mir und wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Einen großen Herzensdank für all eure Unterstützung. Das hilft mir sehr, diese Kanäle aufrecht zu erhalten. Danke, danke, danke. Und jetzt lege ich auch schon los für euch. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Also ich höre von dieser Karte noch nichts, außer die Person ist, könnte ein Mann sein. Sehr selbstsicher. Zumindest nach außen hin, sehr attraktiv, sehr leidenschaftlich, feurig, selbstbewusst. Ja. Ich schaue als erstes auf ein paar Charaktereigenschaften dieser Person. Ich fühle hier auch noch nicht, ob du die schon kennst, ob du schon ahnst, wer es ist. Ja, wer hier Gefühle für dich hegen könnte und die nicht ausspricht. Ich fühle auch noch nicht, ob es romantische Gefühle sind, also leidenschaftliche Gefühle, vermutlich auf jeden Fall. Vermutlich auf jeden Fall. Ah, das ist sehr deutlich. Danke sehr. Ja, mit dem Ritter der Stäbe sind es leidenschaftliche Gefühle, aber es kann ja leidenschaftliche Liebe sein, leidenschaftliche körperliche Anziehung, leidenschaftliche Freundschaft. Wir schauen einfach mal. Wir schauen jetzt erstmal auf den Charakter. Wir schauen ja nachher noch, welche Art der Gefühle es sind. Wir schauen auf die Charaktereigenschaften. Ein abenteuerlustiger Mensch, ein
feuriger Mensch. Sportlich. Okay. Aber auch demütig, warmherzig, ein bisschen chaotisch. Sensibel, vertrauensvoll, leise. Aha, okay. So. Und auf Social Media aktiv. Also vielleicht seid ihr euch darüber begegnet oder also getroffen. Er oder sie hat dich dort gesehen. Errötet schnell. Sehr bewusst und ein Familienmensch. Unten drunter habe ich noch gesehen, sexuell. Das passt ja zum Ritter der Stäbe. Ah, sehr kreativ. Ja, das passt auch zum Ritter der Stäbe. Und Augen. Ach naja, das ist, gehört eigentlich in den anderen Stapel. Aber sehr auffällige Augen. Oder also du bist... sehr angetan von den Augen, von der Farbe oder der Form oder dem Ausdruck oder wie auch immer. Auffällige Augen. Und ein Einzelgänger. Ups, okay, und da klappt nochmal Telepathie auf. Also... seid vielleicht schon telepathisch verbunden, habt euch über Social Media getroffen oder du hast ihn, sie wahrgenommen und umgekehrt. Jetzt seid ihr schon in 5D-Ebene verbunden. Wir schauen mal auf ein paar körperliche Eigenschaften. Oh, okay, das wusste ich gar nicht mehr, dass das da drin ist. Hier kommt mal Nordamerika, ein Kontinent raus. Okay. Kommt daher, verreist dahin, vielleicht verreist du dahin und triffst ihn, sie dort. Dann haben wir einen von den Persönlichkeitstypen. Introversion, Sensing, Thinking, Perceiving. Die könnt ihr einfach mal nachgucken, ja, ISTP. Dann findet ihr da mehr Infos dazu. Also ich hätte jetzt gerne noch mal ein bisschen so was körperliche Attribute, wie Augenfarbe oder so. Nein, aber hier kommt Krebs. Oh, okay. Graue Augen. Das hängt da auch fest. Graue Augen. Passt ja zu besonderen Augen. Lange Haare, also was auch immer für dich lang bedeutet. Sommersprossen. Also wir wollen hier keine körperlichen Attribute rausfallen, aber es könnte ein Drache sein, im Drachenjahr geboren. Dieses Jahr ist übrigens das Jahr des Drachen, das Jahr des Holzdrachen. Also kommt da dieses Jahr vielleicht noch was in Bewegung oder ihr habt euch in diesem Jahr erst kennengelernt oder da passiert was oder es ist eben ein Drachenjahr geborener Mensch, wäre, das wäre zu jung, 2000, 88, 76, 64, 52, 40, 28 und 16 wäre vielleicht zu alt. So. Kommt schon, Spirit, ein paar körperliche Eigenschaften noch, hier kommt dunkel. Also ich schwöre, die hatte ich auch in Stapel 1, oder? Ich glaube, lange Haare, Sommersprossen und dunkel kam auch in Stapel 1. Und hier kommt Bart. Ah, vermutlich nur, wenn es eine männliche Person ist. So. Eins noch. Ah, viel größer als du. Ah,
Und es kommt noch gleich alt. Ja, keine weiteren körperlichen Eigenschaften. Okay, sehr schön. Und ich sehe schon den Wagen unten drunter. Also das kommt jetzt schon bald. Da kommt schon bald irgendwas in Bewegung, auch wenn du noch nichts davon ahnst. Und beim Turm ist es aufgeklappt. Und der Turm, den hatte ich auch, als diese Karte rausfiel, kam der Turm auch schon. Wir schauen mal, was das zu bedeuten hat. Also, wobei bin ich denn jetzt? Ach ja, jetzt schauen wir mal, welche Gefühle hat er oder sie denn für dich, die hier nicht mitgeteilt werden? Also wir haben hier der Narr, die vier der Kelche. Ich habe schon gehört, er möchte einen Neuanfang, weil er oder sie gelangweilt ist von dem eigenen Leben bisher oder von dem Leben bis jetzt oder von dem, wo er oder sie im Moment ist. Oh, und dann kommt hier der König der Kelche und oh mein Gott, und die zwei der Kelche. Ja. Er liebt dich oder sie liebt dich. Hier ist, kommt der König der Kelche. Ah, oder die, oh mein Gott. Königin der Stäbe. Ja, Liebe, Leidenschaft findet dich super attraktiv. Ja, möchte dein Partner sein und sagt es nicht. Kann die Gefühle nicht ausdrücken. Also es ist unglaublich. Ja. Fühlt sich, und wenn es andersrum ist, dreht euch das bitte um. Aber ich habe hier das Gefühl, die Person ist männlich, vielleicht auch schon deswegen. Hier die Gefühle, die nicht ausgesprochen werden, und sieht dich als diese unglaublich attraktive, starke, leidenschaftliche Frau oder Person. Und fühlt sich selbst als zu klein für dich, also noch zu jung, zu unerfahren, zu immature, unerwachsen, ungereift. Fühlt sich selbst als Bube und sieht dich, nein, Moment, andersrum war es, und sieht dich hier als die Königin der Münzen, als gereift, stabil, erwachsen, gelassen, sorgt für sich selbst, selbstsicher mit der König. Und dann kam nämlich als nächstes der Stern, ja, sieht dich als absolut göttlich, den Star viel, viel besser als er oder sie sich selber fühlt. Fühlt also er, sie fühlt sich total minderwertig. Im Gegensatz zu dir, eigentlich, ah ja, lustig, wo ich am Anfang noch gehört habe, mit eigentlich sehr selbstsicher, ja, sehr eine stolze, ebenfalls attraktive Person und zumindest nach außen hin total selbstsicher. Und innen drin dann dieses. Fühlt man sich klein, nicht auf Augenhöhe mit dir, nicht ebenbürtig, nicht auf gleicher Ebene, weil man dich auf diesen hohen Socken gestellt hat von du bist hier die Königin der Münzen, die Königin der Stäbe, ja, also unglaublich kreativ, leidenschaftlich, wundervoll, total attraktiv und gleichzeitig sorgst du für dich alleine. Du brauchst ja niemanden. Wofür? Also das kommt jetzt von dieser Person. Wofür solltest du ihn oder sie denn brauchen? Da fühlt man sich ganz, ganz unnütz, ganz, ganz überflüssig, weil man nicht versteht, dass ja, also für Liebe, das reicht ja. Also ja, du brauchst niemanden, der dich ernährt, der für dich sorgt. Und das macht die Person unsicher. Super spannend. Ja, weil man dich auf diesen unglaublichen Sockel gestellt hat, von du bist überhaupt das höchste Glück, was er oder sie sich nur vorstellen kann im Bereich Liebe und Partnerschaft. Ja.
Die absolute Erfüllung aller leidenschaftlichen Vorstellungen. Man findet dich auch so unglaublich kreativ. Also ich habe hier schon kreativ, 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 total spirituell, sieht dich als super spirituell und intuitiv und leidenschaftlich an. Und dann kommen hier die Neunerkirche, ja, als die Erfüllung all seiner oder ihrer Wünsche. Das ist unglaublich. Und dann kam nämlich zum Schluss, kam der König der Stäbe, der passend zu dir ist. Und dahin möchte man sich erst entwickeln. Man hat das Gefühl, man muss erst dieser König sein, bevor man auf dich zukommen kann. Und das hier erleben kann, oh mein Gott, ja, die Zehn der Kelche, die große Liebe, das Happily Ever After, das möchte er oder sie mit dir. Hat aber das Gefühl, da muss er oder sie erst hier vom Buben zum Ritter, zum König wachsen, erwachsen, sich weiterentwickeln, bevor man hier diese Liebe aussprechen kann, den Neuanfang wagen kann. Ah, dann schauen wir doch mal, wird er oder sie denn aktiv werden? Ich habe ja Gott sei Dank auch noch Zeitpunktkarten. Also hier habe ich das Gefühl, das könnte noch ein bisschen dauern, aber man weiß ja nie. Wir schauen erstmal, wird die Person überhaupt aktiv werden? Ja, zwei der Schwerter, ja, im Moment noch total unentschlossen, ob man hier vorwärts geht oder nicht. Ja, fünf der Stäbe, man ringt mit sich selber. Okay, ringt mit sich selber. Bleibt im Moment noch bei sich zurückgezogen, innere Einkehr, versucht zu wachsen, sich zu entwickeln. Der Eremit ist ja immer auch ja, so spirituelles Wachstum. Innenschau, betreibt Innenschau. Ja, sieht dich als so hoch, ja, also so weiterentwickelt, so höher in Anführungszeichen gestellt als sich selber. Mit diesem, du bist so spirituell so weit entwickelt und du bist so kreativ und du bist so leidenschaftlich und du bist so selbstsicher und finanziell abgesichert und stabil in dir. Und also du bist so, wow. Und jetzt betreibt man hier Innenschau und versucht, sich selber auch weiterzuentwickeln. Ja, auf so spiritueller Ebene, in allen Bereichen des Lebens. Ja. Um dann eben nicht mehr diese Ängste zu haben und die Stärke zu, ja, also die Ängste hinter sich zu lassen und in die Stärke, in die Kraft zu kommen, um auf dich zuzukommen und dir diesen Blumenstrauß der Versöhnung zu reichen, wollte ich gerade sagen, also ich sehe ein Bild vor mir von. Er oder sie kommt auf dich zu, reicht dir einen Blumenstrauß und fragt so ganz vorsichtig, möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Also ja, so ein Blumenstrauß an. Hallo? Ein vorsichtiger Blumenstrauß, um mal vorsichtig reinzuhorchen, ob du eventuell Interesse hast, ob das Interesse eventuell, die Gefühle eventuell gegenseitig sind. Und man kämpft dafür, die alten, naja, das Alte hinter sich zu lassen, die Ängste hinter sich zu lassen, die alten Gewohnheiten hinter sich zu lassen, höre ich, was auch immer das für Gewohnheiten sind. Ja, und vorwärts zu kommen, okay. Also ich würde sagen, ja, es kann vielleicht noch etwas dauern, bis man hier gereift ist, die Ängste hinter sich gelassen hat, in die Stärke, in die Kraft gekommen ist, in den Mut gekommen ist, vorwärts zu gehen, das Alte hinter sich zu lassen, die Ängste oder alte
Beziehungen höre ich auch, also was auch immer da Altes noch hinter sich gelassen werden will, um vorwärts zu kommen und dann als König der Schwerter hier aufzutauchen, bei dir aufzutauchen, in aller Klarheit. I made up my mind and now I'm all in. Also ich habe meine Entscheidung getroffen und jetzt bin ich hundertprozentig drin. Und oh mein Gott, und guck mal. Und dann ist unten drunter das Ass der Kelche. Ja, und dann wird dir das Ass der Kelche gereicht, die Liebe offeriert, angeboten, gezeigt, gegeben, gebracht, wie auch immer. Ha, okay. Sehr schön. Also, da kommt was in Bewegung, dauert vielleicht einen Moment. Wir schauen doch direkt auf einen möglichen Zeitpunkt, wann er oder sie aktiv werden wird. Oh, guck mal, Wolfmond. Januar, ja, das dauert noch eine Weile. Vollmond, der Januar-Vollmond, Wolfmond. Ah, unglaublich, ja. Zeit für Innenschau und die Energie zu regenerieren, anzusammeln, zu sparen, Zeit, Energie zu sparen. Danke, Spirit. Neumond in Fischen. Das weiß ich nicht. Ich brauche unbedingt mal irgendwie. Ja. Ich vergesse immer mein Tablet nebenbei anzuschalten, weil ich nehme das ja mit meinem Telefon auf, die Videos. Und dann kann ich immer nicht nebenbei gucken in meiner Mond-App, wann was ist. Das hatte ich in Stapel 1 auch schon. Da musste ich kurz. Aber jetzt, ich schalte jetzt nicht nochmal aus, um das nachzugucken. Könnt ihr einfach selber mal googeln. Neumond in den Fischen. Zeit, um die Sehnsüchte zu reflektieren, die du mal für dich selber hattest. Und März, Vollmond, Wurmemond. Ah, Januar bis März. Okay, es war jetzt gerade, also ungefähr ein Jahr noch. Naja, Januar ist ja jetzt schon im halben Jahr wieder. Zeit, realistisch zu sein, wenn man Lebensentscheidungen trifft. Okay. Ja, das dauert noch ein bisschen, das tut mir leid. Dann schauen wir doch jetzt mal auf eine Botschaft von dieser Person an dich, was man hier schon fühlt, aber noch nicht sagen kann. Oder, also in einem der Stapel, in einem, wir sind erst in Stapel 2, naja, also in Stapel 1 kamen auch so Ängste hoch. Oh ja, guck mal, hier können wir uns treffen. Da sind wir aber sehr straightforward. Können wir uns treffen? Nimm den Weg, der nicht so oft begangen wurde. Ah, dann möchte man ungewöhnliche. Ja, man möchte dir also überraschend entgegentreten mit. Also ich höre keine langweiligen Dates, sondern irgendwas Außergewöhnliches. Dir vielleicht auf außergewöhnliche Art mitteilen, welche Gefühle man hat. Ja, irgendwas Besonderes. Da wird irgendwas Besonderes geplant. Wage den Sprung. Ja. Also ist, ne? Sobald da ein bisschen der Mut geschöpft wurde, wird die Person den Sprung wagen. Ah, oh, denn du machst Schmetterlinge in seinem, ihrem Bauch. So sehr, dass man manchmal vergisst zu atmen, den Atem anhält, ob deiner Schönheit, ob deiner Energie, deiner unglaublich charismatischen Energie. Und dann kommt, ich vertraue dir. Ja, ich höre, wir kommen zu einer gechannelten Botschaft. Denn, ja. Du machst Schmetterlinge in meinem Bauch, deinetwegen flattert alles in mir, deinetwegen kann ich kaum noch atmen. Du raubst mir den Atem. Das mit uns ist eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Ich träume schon mein Leben lang von dir, von einer Person, wie du es bist, die ich mir mehr als alles andere in meinem Leben wünsche. Und wer sagt denn, dass Wunder nicht passieren können? Wer sagt denn, dass wir es nicht schaffen können, zueinander zu finden, auch wenn du
im Moment noch so weit weg erscheinst, aber ich möchte daran glauben, mehr als alles andere, dass für uns Wunder passieren. Denn Liebe ist es wert, dafür alles zu riskieren, einen Sprung des Glaubens zu wagen, alles zu wagen. Ich werde alles wagen. Ich werde meinen Mut zusammenraffen und alles wagen. Für dich, für uns. Denn ich will, dass du mein letzter, meine letzte Person bist. Meine letzte Liebe bist. Ja, das mit uns ist für immer. Für immer. Lass mich glauben. Nimm mir meinen Glauben nicht, bitte. Entschuldigung. Ja, bitte zerstöre nicht meine Hoffnung, dass du mein für immer bist, dass du mein Ein und Alles bist. Ja, und ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Ich habe dich gesehen, ich habe dich gefunden. Und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich kann jetzt nicht mehr so tun, als wäre das nie passiert. Als wäre ich dir niemals begegnet. Als hätte ich dich niemals gesehen. Du bist alles in meinem Herzen jetzt. Und ein gemeinsam oder getrennt gibt es für mich eigentlich gar nicht. Und es tut mir nicht leid, dass das alles so schwer ist und dass es so anstrengend für mich ist. Denn du bist es wert, dass ich dich getroffen habe, ist all den Ärger wert. Oh, und ich wüsste so gern, fühlst du das Gleiche wie ich? Genauso sehr wie ich? Denn ich finde alles an dir lebenswert. Ich vermisse dich. Ja. Und ich weiß, manchmal muss ich loslassen, um zu heilen, um Kräfte zu sammeln, um auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, bis ich stark genug bin. Aber ich will dich nicht loslassen. Ich will dich einfach nicht loslassen. Und das ist mein Motto. Bitte und dir wird gegeben werden. Und ich bitte meine Engel jeden Tag, dass sie uns zusammenführen, dass sie mich stark genug machen, mutig genug machen, mich für dich zu öffnen, mein Herz wieder für dich zu öffnen, auf dich zuzugehen. Denn warum nicht? Warum sollte nicht für uns, für mich ein Wunder passieren? Denn du machst mich so glücklich. Ich weiß, Liebe gewinnt immer. Mein Herz hüpft, wenn ich sehe, dass eine Nachricht von dir aufpoppt. Alle Liebeslieder handeln nur von dir. In jedem finde ich dich. Und ich möchte dir so gern sagen, was ich fühle, aber ich habe Angst, das würde alles ruinieren. Ich wünschte, ich könnte die Dinge richten, wenn du mir erzählst, dass du einen schlechten Tag hattest. Ich wünschte, ich könnte an deiner Seite sein und dich unterstützen im Alltag, jeden Tag, immer wieder, bei allem, was du tust, bei allem, was du fühlst, bei jedem Kummer, bei jeder Freude möchte ich an deiner Seite sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß, was du denkst, obwohl wir uns so fern sind. Ich träume von dem Tag, an dem wir einfach rumhängen und ein Paar sein können, indem wir all die wundervollen Alltagsdinge tun können, gemeinsam kochen, gemeinsam aufwachen, gemeinsam irgendwo hingehen, immer Hand in Hand, immer an deiner Seite, immer mit einem Lied auf den Lippen, mit einem Lächeln im Gesicht und mit einem Herzen, was vor Freude hüpft. Und all der Herzschmerz, den ich im Moment erfahre, ist es wert, wenn ich deine Stimme höre, jeden Abend vorm Einschlafen und jeden Morgen beim Aufwachen.
Denn dies ist keine gewöhnliche Liebe. Ich weiß, wir zwei sind was Besonderes, dass das mit uns Bestimmung ist, Schicksal. Wir sollten einander finden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Momentan bekomme ich nicht sehr viel Arbeit erledigt, obwohl ich so viel zu tun habe. Aber an dich zu denken, mit dir zu sprechen, macht viel mehr Spaß. Von dir zu träumen, davon zu träumen, wie du mit mir sprichst, deine Stimme zu hören, lenkt mich viel zu sehr ab. Und ich meine es ernst, wenn ich dich bitte, mich in meinen Träumen zu besuchen. Ja? Du bist sowieso in meinen Tagträumen die ganze Zeit sehr präsent. Und es wäre so wundervoll, wenn du nachts mal kommen würdest, wenn wir uns auf Astralebene treffen würden. Komm mich doch besuchen in meinen Träumen. Dann würde ich auch wissen, dass du auch an mich denkst. Genau wie ich an dich denke. Ja. Und es würde mich ein wenig besänftigen, ein wenig meine Ängste beruhigen, meine Unruhe beruhigen. Denn ich habe das Gefühl, ich kann nicht eher ruhen, bevor wir nicht zusammen sind. Nichts macht Sinn, bevor du nicht an meiner Seite bist. Ja. Mit dir, durch dich fühle ich mich so unglaublich euphorisch, als könnte ich fliegen, als könnte ich alles schaffen. Der Gedanke daran, dass du mich zurückliebst, zurücklieben könntest, lässt mich schweben, lässt mich mich unverletzlich fühlen. Ah, danke. Ja, du allein lässt mich so fühlen, so großartig. Ich möchte mit dir draußen in der Sonne liegen und eins der Paare sein, auf die alle eifersüchtig sind. Und tief in meinem Herzen weiß ich es. Ich weiß, dass wir es schlussendlich hinbekommen. Ich weiß, dass es schon immer nur du warst. Ich weiß, dass wir sehr glücklich zusammen sein werden. In meinen Träumen haben wir uns schon getroffen und deine Liebe ist stark, genauso stark wie meine. Sorge dich nicht, wir werden uns schon bald sehen. Ich träume von einer Liebe, die hält für immer. Mit dir. Du und ich für immer. So soll es sein. Ah, sehr schön. Ihr Wundervollen, ich ziehe jetzt einen Engel für euch zum Schluss. Ich habe in Stapel 1 einen Engel auch für die Person gezogen. Verzeihung. Das mache ich doch für euch jetzt auch. Hier habe ich nicht das Gefühl, er oder sie hätte es so nötig, aber das kann ja nicht schaden. Also, ein Engel für diese Person. Ups, danke sehr. Oder zwei oder drei, verstehe. Fangen wir mit dem an. Also, ich zeige euch den mal. Wir haben 37 und ich muss das dazu lesen. Moment. Die Früchte des Lebens. Auch wenn du durch die Dunkelheit schreitest, gehst du im Leben. Besinne dich auf die Kraft der Liebe in deinem Herzen und nutze sie. Und Nummer 13. Der Tempel des Herzens. Dein Sein entspringt deinem göttlichen Wesenskern. Gestalte es farbenfroh, denn seine Möglichkeiten kennen keine Grenzen.
Und die 29. Oh, wie schön. Die Kraft der Liebe. Die Liebe, so zart und so wundervoll sie ist, zerstört doch die Grenzen zur Unendlichkeit. So. Und dann jetzt einen Engel für dich. Ach, sind auch gar keine Engel, entschuldigt. Naja, egal. Es sind die Energiekarten für die Liebe. Ich habe von, die sind von Ivor, ich habe von Ivor auch Engelkarten. Und ich lese mal, ich habe da so drei Stück von diesen kleinen und ich lese immer darauf die Engelkarten für die Liebe, die Engelkarten für den Alltag und das dritte weiß ich jetzt nicht, aber ich lese immer Engel statt Energie, ist ja lustig. Naja. Also eine Energiekarte dann für dich jetzt. Diese möchte raus. Oh. Ja, die ist aber schön. Moment, 14. Das ist für dich. Liebevoll, fühle dich in der Liebe geborgen und erwache zu neuem Leben. Sehr schön. Ihr Wundervollen, das war eure Botschaft. Ja, ich hoffe, ihr habt die Person erkannt vielleicht oder es hat euch irgendwie anderweitig gut unterhalten, geholfen, bestenfalls. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sende euch und euren Menschen ganz viel Kraft, ganz viel Energie, ganz viel Leichtigkeit und Mut, in die Gänge zu kommen, zu heilen und auf euch zuzukommen und euch diese Gefühle zu offenbaren. Und dann hoffe ich, dass ihr diese Gefühle natürlich erwidert und ihr zusammenfindet, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Macht's gut. Hallo meine Wundervollen von Stapel Nummer 3. Ihr habt euch für die Karte Union entschieden. Und den Golden Healer Double Point. Damit ist das jetzt euer Reading. Zum Thema heute Geheimnis. Wer hat geheime, unausgesprochene Gefühle für dich? Und ich schaue auf Charakter und Aussehen dieser Person. Welche Gefühle hat er oder sie? Wird sie aktiv werden? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? Eine gechannelte Botschaft von der Person und zum Schluss einen Engel für dich. Das ist die Reihenfolge, wie ich da drauf schaue. Bedenkt, wie gewohnt, dass es allgemeine Readings sind. Ja, bitte nehmt immer nur das daraus mit, was euch gut tut, was euch hilft, was euch heilt und lasst den Rest für andere stehen. Ja? Die Kartendecks, die ich benutze, verlinke ich wie gewohnt in der Infobox unter dem Video. Da findet ihr auch Informationen zu mir und wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Ich danke euch ganz herzlich für eure Unterstützung auf all den unterschiedlichen Wegen, die ihr mir zufließen lasst. Das ist sehr, sehr willkommen und ich bin immer sehr berührt und danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung hier. Ihr Wundervollen, wir legen schon gleich los. Ja. Union, die 13, der Tod im Tarot. Ein absoluter Neuanfang findet jetzt statt. Ein Neuanfang in diese Verbindung. Und wir werden es, ich habe anhand dieser Karte noch nicht gehört, ob du schon ahnst, welche Person es ist, ob du schon ahnst, ja, er oder sie hat bestimmt Gefühle für mich und sagt nur nichts, oder ob du keinen blassen Schimmer hast, wer es ist. Ja, kann ich hieraus noch nicht sehen. Ich höre mir diese Verbindung, die Vereinigung, also das, dementsprechend auch das Aussprechen dieser Gefühle, steht
kurz bevor. Sehr spannend. Aber wir schauen erstmal auf Charaktereigenschaften der Person, die hier Gefühle für dich hat und diese nicht ausspricht. Das schauen wir doch mal, ob du anhand dessen schon erkennst, wer es sein könnte. So, wie sieht die Person aus? Ja, dazu kommen wir gleich. Charaktereigenschaften des Menschen, der hier geheime Gefühle für dich hat, die er oder sie noch nicht ausgesprochen hat, womöglich noch nicht mal gezeigt hat. Eine Couch Potato. Wollt ihr das schon raus? Nicht unbedingt. Hm? Ausgeglichen. Ah, eine der 16 Persönlichkeitstypen, die schaut gerne einfach im Internet nach. ENTP, extrovertiert, Intuition, Thinking, Perceiving. Also extrovertiert, intuitiv, im Kopf denkend und Perceiving ist wahrnehmend. Und wir haben sensitiv, wir haben stur, okay, und treu. Gebildet, oh, ein bisschen traurig, mit luxuriösem Lebensstil und lustig, okay, traurig und lustig, naja, das schließt sich ja nicht aus. Lebt also alle Informationen aus. Okay. Ich sage bei euch lustige Sachen. Lebt alle Emotionen aus. Okay, habt ihr Gemeinsamkeiten, habt ihr zwei. Das können unter anderem sein religiöse, familiäre, soziale oder kulturelle Gemeinsamkeiten. Diese Person ist sehr liebevoll. Also die habe ich, die will nicht so richtig raus, die habe ich aber eben schon gesehen. Viele Follower irgendwie auf Social Media, vielleicht aber bist du keiner der Follower, ja, weil die ist, ich habe sie gesehen, aber sie wollte nicht raus. Dann habe ich sie nochmal gesehen, aber sie wollte nicht raus. Also hat vielleicht ganz viele Follower, aber du bist keiner davon. Oder die Person lässt es nicht so raushängen, also erzählt das nicht gleich jedem oder, also nicht dieses, boah, ich habe so viele Follower, sondern, ja, das ist so, aber das wird nicht gleich erzählt. Noch. Ah, sehr beschäftigt. Busy. Busy, busy, eine Busy Bee. Okay. Ja, also vielleicht beschäftigt irgendwie on Social Media, auf Social Media mit Couch Potato. Das kann man ja auch in manchen Bereichen zu Hause auf dem Sofa machen, wo auch, also was auch immer das der Bereich dafür ist. Da aber sehr beschäftigt, viele Follower, offensichtlich auch viel Geld damit verdient mit dem luxuriösen Lebensstil. Außer die Person ist sehr verschuldet, aber das habe ich nicht in meinen Karten, das könnte ich euch jetzt nicht sagen. So, wir schauen ein bisschen Äußerlichkeiten, körperliche Merkmale. Okay. Könnte ein fischegeborene Person sein mit grünen Augen, muskulös, eventuell Asiat oder
verreist da gern hin oder halt ich sehe in der Wohnung alles so asiatische Möbel. Ich habe mehr gesehen an den Wänden und Skulpturen und so. Wie nennt man das denn? Dekoration? Danke fürs asiatisch dekoriert. Ah, oder ich, okay. Für einige von euch mit dem Couch Potato bestellt gern asiatisches Essen. Viel älter als du. Was auch immer du unter viel empfindest, ja, für manche von euch ist 5 Jahre älter viel älter, für andere von euch ist 20 Jahre viel älter. Für mich sind 10 Jahre viel älter. Entschuldige, ich lache über mich selbst, weil ich gerade überlegt habe, wie ist es denn bei mir? Also wie empfinde ich das denn? Und dachte, so, naja, gleich alt, ich habe auch eine Karte mit Gleichheit ist so plus minus 3 Jahre. Und dachte ich, naja, fünf ist so ein bisschen älter, 10 bis 15 sind so viel älter. Und dann dachte ich, naja, was wären denn dann 20 Jahre? Und in meinem Kopf war sofort zu alt. Okay, alles über 15 Jahre älter ist für mich zu alt. Ah, lustig. Also, ich wollte nur erklären, warum ich gelacht habe. Ja. Und das gilt ja auch nur für mich. Also, ne? Deshalb, viel älter als du ist für jeden von euch eine andere Zahl. So, können wir noch ein bisschen mehr hier? Wir haben jetzt hier nur grüne Augen und muskulös. Vielleicht noch ein paar körperliche Attribute, an denen ihr. Ah, okay, graue Haare. Ja, das macht ja Sinn mit dem viel älter. Widder kommt noch, eventuell ein Widder. Ich hätte gerne ein paar körperliche Sachen noch. Dunkel, ein dunkler Typ oder dunkle Hautfarbe, dunkel, naja, dunkle Haare wäre jetzt, dunkle Haare, dunkle Augen eher nicht, weil graue Augen, grüne Augen, graue Haare, also eher ein dunkler Typ oder dunkle Haut oder ich würde vielleicht auch dunkel gekleidet. Also das tue ich jetzt nochmal rein, weil hier kommt unauffällig zusammen mit verschiedenfarbigen Augen. Das ist ja nun so überhaupt nicht unauffällig. Ich tue das nochmal rein, wenn es rauskommen möchte, kommt es wieder. Also bitte nochmal ein paar Eigenschaften, Spirit, Lust. Also die wir jetzt raus, Nase. Eine auffällige Nase, eine besonders schöne Nase, eine besonders schiefe Nase. Lange Haare. So ein noch, dies noch. Ja, ich nehme dies. Und Augen. Auffällige Augen. Okay, also vielleicht sind sie doch zwei verschiedenfarbige Augen. Auffällig. Kommt noch raus. Okay, so, dann haben wir das. Dann komme ich jetzt zu der Frage, welche Gefühle hat er oder sie denn für dich, die hier geheim sind? Oh mein Gott, und ich habe, also ich glaube, ich hoffe, das stimmt nicht. Nein, also wir hatten ja schon gesagt, kommt in eine Verbindung. Ich habe gerade gedacht, oh mein Gott, nicht, dass es, können ja auch unausgesprochene Gefühle, dass, oh Mann, ich kann nicht überhaupt nicht leiden sein. Aber
Wir sind hier ja zum einen, sind wir hier ja auf meinem Liebeskanal und es kam ja am Anfang auch schon die Verbindung, die Vereinigung steht kurz bevor, hatte ich ja am Anfang schon gehört. Also, welche Gefühle hat er oder sie denn für dich? Okay, ich muss kurz nachdenken. 9 der Schwerter, Ängste. Hier sind nur Symbole drauf, da muss ich aber mal kurz nachdenken. 7 der Schwerter. Ja, also täuscht vor, keine Angst zu haben, verbirgt seine Angst sehr gut. Die Angst, auf dich zuzukommen, wahrscheinlich. Wir haben. Entschuldigung, ich bin verwirrt. Das sieht doch mehr aus wie 4 der Münzen, oder? Aber hier ist auch das Luftzeichen drauf. Dann wären das auch 4 der Schwerter. König der Kelche. Drei der Münzen. Entschuldigt, 8 der Stäbe und 7 der Münzen. Ass der Schwerter. Der Eremit. 4 der Münzen und die Hohepriesterin und eine noch und dann König der Stäbe. Das sind alles nicht Gefühle für dich. Das fühlt sich alles an. Ich höre andere Sachen, also wundert euch nicht. Dieser Mensch hat Angst, seine Gefühle zu offenbaren und verbirgt seine Ängste, verbirgt seine Gefühle, weil er oder sie Angst hat, diese zu zeigen. Versucht den Gefühlsaufruhr in sich zu beruhigen, versucht sich selbst zu beruhigen, zur Ruhe zu kommen, bei sich zu sein, die eigenen Gefühle erstmal zu klären und zu erkennen, wahrzunehmen, zur Ruhe zu bringen und möchte dann langsam anfangen, also ich gehe davon aus, es geht hier um Liebe, wir sind hier im Liebesbereich, und möchte dann langsam anfangen, also da hier ein Samen zu setzen und möchte, wenn er das geklärt hat, in sich, ja, also in sich die innere Ruhe, die innere Stabilität gefunden hat, die Ängste beruhigt hat und es dann endlich schafft, auf dich zuzukommen und vorsichtig einen Anfang zu machen, möchte, dass sobald er oder sie diesen Samen gesetzt hat, möchte, dass es dann ganz schnell wächst. Ganz, ganz schnell wächst. So. Einer Verbindung, zu dieser unglaublichen Verbindung. Ja. Muss dafür aber noch eine Weile Innenschau betreiben, ja, Klarheit finden, innere Klarheit finden. Vielleicht auch der Gedanke, so der erste Gedanke oder das erste Mal, da poppt ein Gefühl auf bei deinem Gegenüber, dieses, oh, ich habe Gefühle für dich, ja.
Das ist dieses kleine so, oh Gott. Und dann wächst dieser Gedanke ganz schnell zu, oh mein Gott, ich habe riesige Gefühle. Ja, also das geht von, ah, oh, ich glaube, ich habe Gefühle für dich zu, oh mein Gott, ich glaube, ich liebe dich. Ja, so sehr schnell. Und da kommt diese Person jetzt aber in absolute Klarheit durch die Innenschau, durch dieses Reinspüren, Reinfühlen, wie diese Gefühle gewachsen sind, obwohl dir noch das noch gar nicht mitgeteilt wurde. Und dann wächst und wächst und wächst es und die Gefühle werden immer mehr und immer stabiler. Und dann weiß man das intuitiv ganz genau, dass du bist die Person, mit der man in diese Verbindung gehen will. Und dann geht es hier los. Dann prescht man plötzlich, also diese Person prescht plötzlich ganz, ganz rigoros vor. Das ist von ich sage nichts, weil ich Angst habe zu. Ich komme total überraschend, feurig, leidenschaftlich in dein Leben und gestehe dir sofort, ich liebe dich über alle Maßen, willst du mich heiraten? Und so, hallo, wer bist du denn? Kennen wir uns? Ja, also so in dem, das ist jetzt sehr übertrieben, aber so in dem Stil ist das hier, ja, weil die Person in sich gegangen ist und ganz lange mit, ne, das schon, diesen Weg schon ganz lange gegangen ist, aber alleine, ohne dir überhaupt sich vorzustellen, ohne dir überhaupt zu sagen, hallo, ich habe Interesse an dir. Und deshalb ist das, also ja, wird das dann super überraschend sein für dich. Das ist ja, deshalb kommt hier auch gleich diese Union als Beginnerkarte. Ja, wer hat geheime Gefühle für dich? Ja, jemand, der dann plötzlich kommt und sagt, hallo, du bist mein für immer. Ach, übrigens, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Super spannend, sehr, sehr spannend. Okay. Ja, und lustig. Und ganz unten drunter ist Faith, Vertrauen, Glauben. Das gilt, glaube ich, für euch beide, ja, Vertrauen haben, dass das schon alles so passiert und dass das dann auch alles richtig so ist und dass ihr richtig füreinander seid. Entschuldigt, und ich hatte das gerade nochmal das Deck aufgeklappt und bin ein bisschen. Ich dachte, hier 10, 13 ist ja immer der Tod. Und dann kommt hier raus die Nummer 8 mit Tod und Wiedergeburt. Ja. Also ganz, 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 vielleicht kennt ihr euch schon von ganz, ganz früher. Du erkennst die Person aber nicht wieder oder keine Ahnung. Für einige von euch ist das möglich. Sehr spannend. Okay, meine nächste Frage wäre eigentlich, wird er oder sie aktiv werden? Ich würde mal sagen, ja, ich klappe auf, hier kommt schon die Reise. Und ja, guckt euch das an, ja, hier den Pfeil abschießen, die Reise und Schicksal. Ja, die Person wird auf jeden Fall aktiv werden. Und was ich eben schon gehört hatte mit dem sehr plötzlich, sehr, sehr schnell. Okay. Dann frage ich doch bei euch mal außerhalb meiner Liste, weil das interessiert mich jetzt einfach. Wirst du denn die Gefühle erwidern von dieser Person, die hier so plötzlich reingerauscht kommt? Wirst du die Gefühle erwidern? Was hast du denn für Gefühle für die Person, wenn sie sich dir offenbart? Ah, den muss ich ein bisschen abdecken. Ach, die anderen waren angezogen. Naja. Moment, ach, ich nehme mal den hier aus. Stapel 2. Integrität. König der Schwerter. Klarheit, Intelligenz. Du wirst das, okay, du wirst das sehr vom Kopf her entscheiden. Aha. Und 3 der Stäbe, ja, also du wirst es auf jeden Fall, wirst du diese Reise mit der Person angehen und mal gucken, wohin dich das führt.
verstehe ich nicht. Willst du die Gefühle erwidern? Okay. Also, ich weiß, diese Karte fiel zuerst, die 5 der Münzen. Und ich dachte schon, naja, vielleicht eher nicht. Auch mit diesen Teufelshörnern wirst du ihn oder sie vielleicht da im Regen stehen lassen und das nicht erwidern. Und dann fiel danach die 2 der Kelche, aber es ist Liebe da. Also, pft, ich kann es euch nicht sagen. Und ich höre jetzt, ich glaube, du bist, ja, hier kommt mal unten drunter, kommt schon die Nummer, egal, mit Gedanken. Du bist sehr in deinem Kopf hier und versuchst das vom Kopf her zu entscheiden und dein Kopf sagt dir wahrscheinlich eher, nee, also eigentlich nicht, aber das Herz sagt, die Liebe ist da. Wofür du dich dann entscheidest, das kann ich dir nicht sagen, ob du dich für deinen Kopf oder dein Herz entscheidest. Ja, hier, guck mal. 5 der Kelche, die habe ich vorhin schon gesehen. Wofür entscheidest du dich? Für das Mehr oder für das Weniger? Für den Kopf oder für das Herz? Mhm. Ja, sehr spannend. Okay. Ich schaue jetzt mal für euch auf Zeitpunkte. Wann wird er oder sie denn aktiv werden? Wann wird sie denn sie hier reingerauscht kommen? Und wir haben Vollmond und Fisch. Oh, guckt euch diese beiden Fische an. Sofort denke ich an die 2 der Kelche. Liebe. Vollmond in Fischen. Ah, das ist irgendwann dieses Jahr kommt er noch. Ich hatte vorhin nämlich in einem anderen Stapel nachgeguckt, wann Vollmond in Zwilling ist. Und da bin ich beim Durchscrollen, habe ich schon gesehen, dass irgendwann vorher auch Vollmond in Fischen war. Ich weiß aber nicht mehr wann. Könnt ihr einfach nachgucken. Oh, Zeit für Magie. Große Heilung und Erlösung. Ist das schön? Ist das schön? Ja, hör auf dein Herz. Hier, guck mal, Liebe. Also. Okay. Und die fiel hier sehr in Richtung Union, in Richtung Vereinigung. Also vielleicht, wann kommt ihr denn zusammen? Neumond in Schütze. Zeit, unerkundetes Territorium zu erkunden und neue Dinge auszuprobieren. Ja, ich fürchte, das ist an dich gerichtet. Mit. Ich leg die mal hier hin. Eine noch, wann passiert denn hier was? So. Okay, jetzt kamen noch 2. Wir haben Juli-Vollmond, Donnermond. Zeit zu entspannen und das Leben zu genießen. Ja, denk nicht so viel nach. Das sind, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das die Zeitpunkte sind oder ob das einfach Botschaften für dich noch sind. Dieses, ne? Neues ausprobieren, nicht so viel nachdenken, entspann dich. Und Vollmond in Löwe. Zeit, oh ja, hier Zeit für Romantik, Drama, Vergnügen und Kreativität. Ja, Zeit für Romantik, Zeit für Liebe. Dann mache ich doch noch eine kurze Botschaft von dieser Person. Was möchte er oder sie dir jetzt schon sagen? Oder was kommt da auf Seelenebene schon mal durch? Was ist da los? Oder welche Botschaft hat er sie für dich, die du jetzt schon hören sollst oder darfst? Ah. Glaube daran, dass Magisches passiert, dass Liebe passiert, denn ich vermisse dich schon jetzt. Obwohl wir noch nicht einen Tag zusammen verbracht haben, vermisse ich dich in jeder Sekunde. Mit dir könnte ich den ganzen Tag lang einfach abhängen.
Vielleicht ist das Beste, wenn wir uns trennen. Wenn wir uns von unseren Ängsten trennen. Denn du scheinst genauso Angst zu haben wie ich. Auch wenn wir vor unterschiedlichen Dingen Angst haben. Vielleicht ist es Zeit, diese Angst hinter uns zu lassen. Wir könnten mal darüber reden. Wir sollten vielleicht darüber reden, was uns so Angst macht. Ich wüsste gerne, was dir solche Angst macht. Denn auf keinen Fall werde ich dich vergessen, dass das mit dir loslassen. Und ich weiß, du fragst dich vielleicht, was um Himmels Willen will ich denn von dir, gerade von dir. Aber du bist unglaublich. Du bist mein Ja, ohne jeden Zweifel. Ja, ich will das mit dir. Ich habe eine Weile gebraucht, das zu erkennen, aber wir zwei zusammen wären so wundervoll. Wir wären eine wundervolle Familie. Und nur mal so, die Leidenschaft zwischen uns, neben der Romantik, wird unglaublich sein, denn ich möchte hier mal erwähnen, also mein Bett ist groß genug für zwei. Ich meine ja nur. Und wir zusammen können alles sein. Große Fülle, große Liebe, großes Glück. Und wenn du dich jetzt fragst, ist das alles nur ein schöner Traum? Dann nein. Lass mich dir sagen, glaube daran. Bitte lass auch mich glauben, denn warum nicht? Warum sollte für uns nicht große Liebe passieren? Und wisse, ich fühle dasselbe. Ich fühle so viel für dich und ich kann dir versichern, das hier ist keine Phase. Für mich bist du wild, heiß und berauschend. Ich höre mir deine Sprachnachrichten wieder und wieder an. Und wenn ich Angst habe, dich zu verlieren, muss ich mich zurückziehen, damit ich nicht verletzt werde. Denn ich weiß, wir gemeinsam können Großes zusammen erreichen. Also können wir aufhören, so zu tun, als wären wir nur Freunde? Denn wenn ich einen schweren Tag hatte, wenn etwas hart war, wenn ich Trost brauche, denke ich daran, wie wundervoll es wäre, in deine Arme zu sinken. Alle Liebeslieder, die ich höre, handeln von dir. In jedem finde ich immer nur dich. Und ich bin ständig von Gedanken an dich abgelenkt, wenn ich eigentlich anderes erledigen sollte, nämlich arbeiten, meinen Alltag regeln. Aber den ganzen Tag träume ich nur von dir. Und ich will, dass wir eins dieser Paare sind, die zusammen kochen und dabei in der Küche tanzen. Ich will Freude mit dir erleben. Ich will Leidenschaft mit dir erleben. Mein Herz hüpft, wenn ich sehe, dass eine Nachricht von dir aufpoppt. Mein Herz hüpft, wenn ich nur an dich denke. Mein Herz hüpft, wenn ich davon träume, dass du an meiner Seite bist. Ich möchte mit dir draußen in der Sonne liegen und eins der Paare sein, auf die alle eifersüchtig sind. Aber ich mache mir Sorgen, dass du mich missverstehst. Ich will dich nicht verletzen. Es ist Liebe. Es geht mir nicht nur um Körperliches, um Leidenschaft. Ich wünsche mir so viel mehr mit dir. Auch wenn ich dir das vielleicht nicht sage, auch wenn ich das vielleicht verheimliche, und du das Gefühl hast, es geht mir nur um das Körperliche, dann wisse, das ist nicht so. Ich wünsche mir so viel mehr. Denn an dem Tag, an dem wir uns begegneten, hat sich meine ganze Welt verändert. Ich
denke an ein für immer und nicht mehr nur an Spaß, an heute. Ich denke an die Zukunft, an eine Zukunft mit dir. Und ich sehe uns Ausflüge und epische Ferien machen. Denn du berührst mich tiefer als sonst jemand je zuvor. Und wenn du nicht da bist, wenn du nicht mit mir sprichst, dann fehlt etwas in meinem Leben. Du fehlst. Und ich kann nicht, ich bin ein wenig besessen von dir, das gebe ich zu. Denn ich habe alle deine Social Media Profile gestalkt, um alles über dich zu erfahren. Ich will alles über dich wissen. Ich denke die ganze Zeit an dich. Ich träume die ganze Zeit von dir. Ich male mir die ganze Zeit eine Zukunft mit dir aus. Und ich schaue mir immer wieder Bilder von dir an. Und ich versuche alles, alles rauszufinden, was es über dich zu wissen gibt. Das gibt mir das Gefühl, dir nah zu sein, auch wenn du nicht da bist. Und schon bald wirst hoffentlich auch du erkennen, dass wir eins sind. Ich bin ein Teil von dir, du bist ein Teil von mir. Und wirst du ja sagen, wenn ich dich frage? Bitte öffne dein Herz, bitte lass es beginnen. Ein bisschen Geduld. Ich weiß, ich muss mich ein bisschen gedulden noch. Auch du musst dich gedulden, bis ich bereit bin. Und ich muss mich gedulden. Bis ich bereit bin. Aber das ist alles so ungewohnt für mich. Ich mache sowas sonst nicht. Liebe und so. Aber ich weiß, dass es schon immer nur du warst. Ich weiß ohne den geringsten Zweifel, dass ich dich liebe. Und in meinen Träumen haben wir uns schon getroffen und deine Liebe ist so stark. Kopf hoch, mein Stern, bleib im Vertrauen. Ich sehe Zeichen, aber ich glaube nicht daran. Ich lerne noch zu vertrauen. Lerne auch du zu vertrauen, Glauben zu haben, den Glauben nicht zu verlieren. Und ich sehe hier noch, bitte warte auf mich. Ich stecke mitten im Detox und ich warte. Bitte sei mutig und mach den ersten Schritt. Dann sehe ich uns zusammen strahlen. Also vielleicht habt ihr beide noch irgendwie was zu tun oder beide müsst euch beide noch ein bisschen gedulden. Ja. Also ich habe eben schon ja mit dem Bitte warte und ich warte. Ich hatte eben ja schon, hatte ich eben nicht schon gehört. Bitte warte auf mich, bis ich bereit bin und ich warte auch, bis ich bereit bin. Hat er sie nicht sowas gesagt? Okay. Also ein bisschen Geduld noch. Und aber also die Botschaft war sehr, es war ja direkt von deiner Person und dass ich habe die ganze Zeit immer so ein, also ich war so unsicher, das ist wieder die Unsicherheit der Person auch, die dann durch mich durchkommt. Und dieses mit, ja, bitte warte auf mich und oh Gott, bitte, ich muss auch noch warten, bis ich bereit bin. Und ich würde so gern losstürmen und juhu, heute, jetzt, sofort. Und dann wieder, oh na, mein Gott, ich kann das alles gar nicht. Ich kann überhaupt nicht losgehen. Zwischen große Liebe und eigentlich will ich doch lieber Single bleiben. Zwischen, ja, also so ein absolutes von 0 auf 100 und dazwischen so hin und her gerissen sein. Also, ja, naja. Schauen wir mal, ich bin gespannt, was ihr berichtet. Ich ziehe jetzt erstmal eine Energiekarte für
steht diese Person und dann eine für dich zum Abschluss. Schauen wir doch mal erstmal eine für deine Person. Die Nummer 24. Das Herz. Ist es nicht? Ist es nicht in den Lenormand-Karten das Herz? So, 24. 24 ist hier. Herzensblüte. Erlaube der Liebe in deinem Herzen zu erblühen. Oh, ist das schön und ist das nicht? Oh, ich entschuldige, ich bin ja immer. Ja, das war genau das am Anfang, dieses. Das erste vorsichtige Erkennen von er oder sie mag dich, ja, dieses, oh, ich mag dich, zu, es geht rasend vorwärts zu, oh mein Gott, ich glaube, ich liebe dich. Ja, dieses Erblühen und dann davon total überfordert sein, das trifft es hier ganz schön gut. Und ich hatte vorhin schon mal, irgendwie hatte ich so ein Zwillinge-Gefühl, ja, als könnte deine Person ja, so ein bisschen diese luftige Zwillingsenergie von, oh, ich habe so viel zu tun, heute mache ich dies und morgen mache ich das. Und immer, ja, busy, 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 hatten wir nicht auch busy bee am Anfang. Viel zu tun und dann, ja. Und heute denke ich, oh ja, heute rausche ich rein und gestehe dir all meine Gefühle. Und dann habe ich aber erstmal die nächsten 3 Wochen wieder so viel zu tun. Komme aber auch zu gar nichts, also kriege auch gar nichts hin, weil ich ja ständig in Gedanken bei dir bin. Also so eine Energie kam hier auch noch durch. So, also das war die Karte für dein Gegenüber. Jetzt ziehe ich noch eine Energie für dich. Also ernsthaft, ich würde immer die dritten Stapel, die Stapel Nummer 3, ist auch in den allgemeinen Readings und auch in den Liebesreadings, sind immer ein bisschen mit so einer verwirrten Energie oder so einer unklaren, dass ich immer hinterher denke, hä? Was verstehe ich nicht? Ja. Oder ich stottere ganz viel oder die Botschaften kommen ganz unklar durch oder ich verstehe die ganze Zeit immer gar nicht, was los ist. Also immer ist das in Stapel 3 so. Ich weiß ja nicht, ob ihr immer dieselben Stapel wählt und das deshalb immer in Stapel 3 so ist. Ja, egal. Ich ziehe eine Energiekarte für euch zum Schluss. Energie, die ihr gebrauchen könnt oder eine Energiekarte für die Liebe, für dich. Die Nummer 36, das ist schön. Und ich glaube, die sollt ihr auch noch kriegen. Die ist auch so schön. Ich gucke erstmal diese. Moment. Die 36. Die Pforte. Der Weg ins Licht ist deine ureigenste Bestimmung. Er eröffnet sich dir durch die alles durchdringende Kraft der Liebe. Ja, das ist für dich. Und diese auch noch, das ist die Nummer 38. Seelenkraft. Ein auf den Geist und die Liebe ausgerichtetes Bewusstsein ist der Schlüssel zu Gott. Ach ja, ihr Wundervollen. Das war eure Botschaft. Wieder ein bisschen verwirrend, also zumindest für mich. Ihr sagt mir dann ja oft, nee, für euch war das verständlich. Das ist ja die Hauptsache, darum geht's ja. Dementsprechend hoffe ich, wie immer, dass ich euch ein bisschen helfen konnte, Klarheit bringen konnte, euch irgendwie unterstützen konnte auf eurem Weg mit dieser Botschaft. Dass ihr vielleicht jetzt erkannt habt, wer diese Person ist und was da los ist zwischen euch und dass ihr irgendwie irgendwas daraus mitnehmen konntet. Ihr Wundervollen, ich schicke euch und eurer Person ganz viel Kraft, ganz viel Mut, ganz viel Licht und Liebe. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Macht's gut.